von wo komme ich, wo gehe ich hin? Ja, höchstwahrscheinlich stellt sich jeder mal im Leben diese Frage, was geschieht, wenn ich sterbe, wenn ich meinen Körper verlasse. Ja, ich habe ganz bewusst hier diesen Ort ausgesucht. Im Hintergrund siehst du den Grundlsee. Der Grundlsee ist da ganz in der Nähe von Bad Aussee, also im steirischen Salzkammergut. Ja, und was hat jetzt der See, das Wasser mit diesem Video zu tun, wo wir hingehen und von wo wir kommen? Und zwar, ich bin ja Mentaltrainer, Bewusstseinslehrer. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass es für das Bewusstsein keine Mehrzahl gibt. Also es gibt nur das Bewusstsein. Ja, wie stelle ich mir das vor? Ich habe vorhin, bevor ich das Video gestartet habe, aus dem Grundlsee Wasser geschöpft. Ja? Also in diesem Glas ist jetzt das Wasser vom Grundlsee. Und das hat für diesen Vergleich, für dieses Video eine große Bedeutung. Also als erstes einmal, dass es nur ein Bewusstsein gibt. Und für mich stellt jetzt das Wasser, der Grundlsee, das Bewusstsein dar. Ja? Und wenn wir inkarnieren wir ja in dieser Form in unserem Körper. Und das habe ich zuvor gemacht. Also als Vergleich ist jetzt das Glas hier unser Körper und ich habe das Wasserbewusstsein rausgeschöpft in diese Form, in dieses Glas. Und jetzt wird es uns bewusst, dass dieses Wasser ein Teil vom Ganzen ist, nur getrennt durch diese Form, eben durch dieses Glas. Und wenn wir, das ist für mich die Inkarnation, wenn ich jetzt ein zweites Glas hernehme und wieder aus dem Ganzen Wasser schöpfe, habe ich eine nächste Form, eine nächste Inkarnation. Ja? Und es ist wieder ein Teil vom Ganzen, nur getrennt durch diese Form, da eben durch das Wasser oder sonst, so wie es ist, ich bin in dieser Form, in diesem Körper. Und das ist mein Zugang, wenn wir inkarnieren und auch der Zugang, warum es nur ein Bewusstsein gibt, weil es nur jetzt dieses Wasser hier ist eine Einheit, von der wir kommen und dieses Wasser ist von dieser Einheit vom Grundlsee. Und wenn wir dann unseren Körper wieder verlassen, wenn wir sterben, dann verlassen wir diese Form und wir kehren zurück zur Einheit, zum Ganzen. Ja, das Bewusstsein, über das Bewusstsein sind wir verbunden, nur getrennt durch unseren Körper. Und wenn wir wieder also den Körper verlassen, so wie jetzt dieses Wasser diese Form verlassen hat, kehren wir zurück zur Einheit. Und das ist es ja auch, wenn wir verliebt sind, dass wir oft sagen, wow, ich fühle mich so verbunden mit dir. Oder wenn du an jemanden denkst, dass die, zum gleichen Zeitpunkt der dann anruft. Oder du denkst an jemanden, gehst in der Stadt spazieren und auf einmal kommt der Gedanke von einem Freund oder Freundin und im gleichen Moment taucht der auf. Ja. Das ist für mich auch die Erklärung, über das Bewusstsein sind wir verbunden. Natürlich auch dann, wenn du höchstwahrscheinlich, vielleicht hast du auch dieses Video Schwingung gehört und deshalb ist es auch so wichtig, in welcher Schwingung wir sind, weil dadurch sind wir dann mit dem anderen verbunden. Und wir sind nur getrennt durch unseren Körper, durch diese Form. Ja. Das ist, sage ich mal, mein Zugang, wenn wir, von wo wir herkommen. Wir kommen von der Einheit, von dem Ganzen, inkarnieren dann in unseren Körper, in unserer Form, so wie eben dieses Glas eine Form ist. Und wenn ich ein Wasser aus dem Grundlsee rausnehme, dann ist es eben in dieser Form. Und wenn wir unseren Körper wieder verlassen, das Wasser das Glas verlässt, kehrt es wieder zu dieser Form zurück. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es so wichtig für unser Bewusstsein,
dass es uns stets bewusst ist, dass wir über dem Bewusstsein verbunden sind, dass wir eins sind. Ja, und vor allem, wenn wir verliebt sein sind, dann geschieht es uns relativ leicht, dass wir sagen, ich fühle mich verbunden. Aber sagen wir ganz ehrlich, wenn wir dann im Streit geraten, wenn der Partner dann so richtig auf dem Leim geht, wie man so oft sagt, dass es uns auch dort bewusst wird, wir sind über dem Bewusstsein verbunden. Und sehr häufig, wenn der andere zu dir ungut ist, ist es im Grunde genommen sein Schmerz, den er jetzt zum Ausdruck bringt. Und im Grunde genommen ist es oft so, wenn man mit Mitgefühl dem einfach zuhört, was ihn belastet, dann löst sich das ja sehr oft auf, weil er einfach spürt, durch deine Aufmerksamkeit, durch deine Präsenz, spürt er dann auch diese Verbundenheit, weil wenn du aufmerksam und präsent bist, dann spürt der andere automatisch diese Verbundenheit. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn dir diese Darstellung, dieser Vergleich weiterhilft auf der Suche nach dir selbst. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr für einen Daumen nach oben. Ja, ich lade dich ein, lass einen Kommentar hier. Und wenn du meinen YouTube-Kanal Kraft in dir noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn. Und geh auch auf den Textteil, schau, was ich so anbiete. Und das ist meine Berufung, Bewusstsein hier auf die Erde noch mehr stärker voranzutreiben. Und ja, ich biete Ausbildungen an. Ja, vielleicht fühlst du dich auch berufen. Würde mich sehr freuen, wenn ich dir auf diesem Weg begleiten könnte. Und vielleicht arbeiten wir ja auch sogar zusammen. Ja, vielen lieben Dank, dass du so lange mir zugehört hast, und ich freue mich, wenn wir uns begegnen. Und jetzt zeige ich dir noch einen kleinen Rundumblick hier vom wunderschönen Grundlsee, wie gesagt, ganz in der Nähe vom Bad aus See. Und ja, ich liebe diese Gegend, ich bin hier sehr viel. Hier gibt es auch einen Campingplatz, wo ich sehr viel Zeit verbringe. Und meine Ausbildung, die ich anbiete, findet auch hier am Grundlsee statt. Ja, vielen lieben Dank, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns begegnen. Servus für dich.